Um sich mit dem Programm Vectoris 3D die Spurpunkte einer Geraden gut anzeigen lassen zu können, erstens visuell und zweitens in Form von Koordinaten, also die Spurpunkte sind ja die Durchstoßpunkte mit den Koordinatenebenen. Dazu muss man zuerst die Koordinatenebenen sich überhaupt erst generieren. Ja? Die sind standardmäßig nicht generiert in dem Programm. Man muss also zuerst Ebenen durch drei Punkte erzeugen. Und die Koordinatenebene x1, x2, also der Boden hier, ist wie gesagt alles in dem Video GeoGebra ausführlich erklärt. Durch die drei Punkte, in dem Fall ein Punkt auf der x1-Achse, ein Punkt auf der x2-Achse und den Nullpunkt festgelegt. Also denkt euch einfach drei Punkte aus. In dem Fall habe ich mir den Punkt 1, 0, 0 auf der x1-Achse ausgedacht, den Punkt 0, 1, 0 auf der x2-Achse und den Ursprung. Den braucht ihr. Für die anderen Ebenen braucht ihr analog auch Punkte. Für die zum Beispiel hier, für die x2, x3 Ebene, diese hier, die bläuliche Ebene, braucht ihr einen Punkt auf der x2-Achse, einen Punkt auf der x3-Achse und den 0 und den Ursprung. Also müsst ihr hier noch zusätzlich den Punkt R auf der x3-Achse definieren. Den Punkt 0, 0, 1 in dem Fall hab ich gewählt. Und wenn ihr das habt, also ihr braucht vier Punkte, jeweils Punkte auf den Achsen plus den Ursprung. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann mit der Funktion Ebene, ihr geht hier auf Ebene, wartet, wo ist es? Genau, Ebene durch drei Punkte, diese Funktion braucht ihr, also Element wird es hier genannt. Dann nehmt ihr hier die Variante E Doppelpunkt Ebene 3P. Das bedeutet in dem Programm, die Ebene braucht drei Punkte als Angabe und dann wird sie erzeugt. Ja? Dann müsst ihr das so reinschreiben. Er schreibt einfach, nehmt einfach einen Buchstaben, in dem Fall habe ich meine erste Ebene E genannt, Doppelpunkt. Dann Ebene 3P und jetzt kommen die Punkte. Jetzt müsst ihr die Punkte wie Koordinaten reinsetzen in die Klammer. Und zwar braucht ihr in dem Fall eben den Punkt P, den Punkt Q, und den Nullpunkt, also den Ursprung. Wenn ihr das eingegeben habt und auf Aktualisieren klickt, dann erzeugt es euch die gelbe x1, x2 Ebene. Für die anderen Ebenen verfahrt ihr genauso. Ich habe in dem Fall die zweite Ebene, die F-Ebene genannt. Das ist in dem Fall die x2, x3 Ebene. Das ist die blaue Ebene. Also F Doppelpunkt Ebene 3P und dann den Nullpunkt, den Punkt Q und den Punkt R ausgewählt. Wie vorhin ja auch gesagt, die drei Punkte brauche ich. Und die dritte Ebene eben, die x1, x3 Ebene genauso. In dem Fall habe ich sie G genannt, Doppelpunkt Ebene 3P. Wie gesagt, das heißt Ebene durch drei Punkte. Klammer auf, soll durch den Punkt P gehen, durch den Punkt 0 gehen und durch den Punkt R gehen. So. Dann wird euch dieses Gebilde hier angezeigt, wie gesagt, die acht Oktanten und die Ebene. Ihr seht schon die Durchstoßpunkte durch die Ebenen, also die Spurpunkte. Und jetzt ist die Sache folgendes: Wenn ihr Ebenen erzeugt, werdet ihr merken, die sind alle gelb. Standardmäßig sind die in dem Programm alle gelb dargestellt. Um das zu ändern, ich habe das schon umgestellt, ja, aber ich zeige euch kurz, wie ihr das umstellt. Ihr geht dann hier oben bei Skripteditor, klickt ihr drauf und dann auf Darstellung. Und dann seht ihr hier alle Elemente, die ihr erzeugt habt bisher. Wir haben ja drei Ebenen, ja? Dann haben wir vier Punkte und eine Gerade. Und hier ist immer die Farbe, die eben diese Elemente besitzen. Normalerweise bei den Ebenen ist hier alles gelb. Die Punkte sind standardmäßig alle blau und die Gerade standardmäßig alle rot und die Gerade ist standardmäßig immer blau. Also jede Gerade ist blau. Das stört mich nicht, dass die alle rot sind. Das stört mich auch nicht, dass die Gerade blau ist. Aber wenn alle Ebenen, hier waren alle Ebenen gelb, das stört einen, weil das sieht ziemlich komisch aus. Deswegen klickt einfach auf die Farbe, wählt euch eine andere Farbe aus. Ich mache jetzt mal die Ebene grau. Kann man auch so lassen. Sieht auch nicht schlecht aus. Und so könnt ihr die Farben auswählen. Ich mache es jetzt mal wieder gelb. Okay? So. Und so könnt ihr alle drei Farben individuell umstellen. Dann geht ihr auf. Und jetzt kommt genau das, die Funktion, die wir brauchen, auf Schnittgebilde. Das nennt man Schnittgebilde, weil ihr schneidet ja eine Ebene mit einer Geraden. Ja, also wir gehen auf Schnittgebilde und dann sehen wir hier eine Auswahl. Was soll mit was geschnitten werden? Wir wollen erstmal, dass die Gerade G die Ebene E schneidet. Ja, hier könnt ihr immer auswählen, ihr könnt hier mal Paarungen bilden. Die erste Paarung ist eben G mit der Ebene E. Also hier steht auch schon, was getan wird. Die Gerade G und die Ebene E schneiden sich in einem Punkt. Okay. Dann wird euch hier der Schnittpunkt, in dem Fall ist das eben der Spurpunkt, angezeigt. Und zwar ist klar, die x3-Koordinate muss 0 sein, ja, weil ja die Ebene
Die Ebene E ist ja die x1, x2 Ebene. Dort sind alle x3-Koordinaten ja 0. Also hat auch logischerweise die Gerade an dieser Stelle die x3-Koordinate 0. Der Spurpunkt ist an dieser Stelle also in dem Fall 4, 1, 0. So, das wäre genau dieser Punkt. Man sieht es auch. Das ist ein bisschen undeutlich. Aber ihr seht, ihr könnt es auch schon sehen, an der Stelle, wenn ich jetzt mit der Maus drauf gehe, wird es wieder durchsichtig. An der Stelle, an der die blaue Gerade eben den Boden durchstößt, das sieht man ja jetzt schon, das ist auf jeden Fall bei x1 gleich 4, bei x2 gleich 1, das kann man auch schon sehen, und x3 0 muss 0 sein. Das wäre der erste Spurpunkt. Jetzt nehmen wir den Spurpunkt, und zwar den Schnittpunkt mit der. Ja, nehmen wir einfach mal die grüne Ebene. Die grüne Ebene ist die x1, x3 Ebene. In dem Fall haben wir die Ebene, wie haben wir sie genannt? Das war die G-Ebene. Das war G. Und jetzt sehen wir, der Schnittpunkt, in dem Fall muss die x2-Koordinate logischerweise 0 sein, weil die Ebene, die x1, x3 Ebene, hat ja alle x2-Koordinaten 0. Also muss auch der Punkt der Geraden, die durch diese Ebene geht, an der Stelle x2 auch 0 sein. Deswegen hat der Spurpunkt hier an der Stelle x2, 0 und die anderen Koordinaten kann man entweder berechnen oder sich hier anzeigen lassen. Jetzt brauchen wir noch den dritten Spurpunkt und zwar wäre das der Schnittpunkt mit der in dem Fall der blauen Ebene. Das ist in dem Fall ja die Ebene, wie hatten wir es genannt, f. Und auch hier wird uns angezeigt, die x1-Koordinate muss logischerweise hier 0 sein, weil das ja die, ja, weil das die Ebene ist, bei der alle x1-Koordinaten 0 sind und die anderen Koordinaten in dem Fall sind es minus 5 und 6. Also so könnt ihr euch hier Paarungen bilden und diese Paarungen schneiden. In dem Fall eben eine Gerade mit jeweils Ebenen. Okay? Das war's zum Thema Schnittpunkt von einer Geraden mit den Koordinatenebenen.